Ich möchte Ihnen die Mitteilung machen, dass wir einen Fahndungserfolg der Bundespolizei haben im Falle Susanna F., der im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an Susanne F. beschuldigte Ali B. ist heute Nacht am 8. Juni 2018 gegen 2 Uhr durch kurdische Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitte der Bundespolizei festgenommen worden. Ich danke den beteiligten kurdischen Sicherheitskräften, dass diese Verhaftung möglich gemacht haben. Dieser Erfolg ist ein Ergebnis der guten Zusammenarbeit zwischen den kurdischen Sicherheitsbehörden im Irak und der deutschen Bundespolizei. Mit der Auslieferung läuft jetzt nach den internationalen Regeln die Polizei, ich denke auch das Auswärtige Amt, wird alles zur Verfügung stellen und beantragen, was dazu notwendig ist. Mir ist wichtig, der Bevölkerung mitteilen zu können, dass nach diesem furchtbaren Verbrechen sich Gott sei Dank aufgrund der internationalen Zusammenarbeit sich niemand mehr an welcher Stelle in dieser Erde sicher fühlen kann, wenn es um die Festnahme geht. Das ist für betroffene Familien natürlich nicht der Trost, aber für eine staatliche Gemeinschaft schon ganz wichtig, dass auch auf ein so furchtbares Verbrechen dann möglicherweise auch die Sühne kommt. Wir müssen ja natürlich erst die Beweislage und diese Dinge abwarten. Und es gab weitere Reaktionen aus der Politik, die wir Ihnen da nicht vorenthalten wollen. Der Fall Susanna ist natürlich erschütternd und ich möchte auch sagen, dass unser Mitgefühl und unser Beileid zunächst den Angehörigen gilt und das auch hier zum Ausdruck bringen. Und dann ist es so, dass wir massive Probleme haben bei der Frage Identitätsprüfung. Von Anfang an im Asylrecht war es sehr schwierig festzustellen, wer hält sich eigentlich in unserem Land auf. Und ich sage das mal so deutlich, der Dreh- und Angelpunkt unserer Willkommenskultur und unseres Asylrechts ist, dass wir wissen, wer in unser Land kommt, wer welches Anliegen hat und dass wir die Gelegenheit haben, das auch sorgfältig zu prüfen. Deswegen ist das A und O, dass wir die Identität prüfen. Wir sind da ganze Schritte vorwärts gekommen. Wir haben jetzt den Ankunftsausweis und der Fall Susanna und andere Fälle machen auf erschreckende Weise deutlich, dass es Fehler gab und Versäumnisse und das ist ein sehr tragischer Zusammenhang. Also zunächst sind wir erschüttert über diesen schlimmen Fall und unser Mitgefühl, unser Beileid gilt den Angehörigen von Susanna. Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass einfach wir brauchen gründliche Asylverfahren, wir brauchen die Identitätsprüfung ganz generell, die erkennungsdienstliche Behandlung muss, anders als wir das bei diesem BAMF-Skandal jetzt feststellen mussten, muss regulär stattfinden, um einfach Verfahren zu haben, die rechtsstaatlich sind und die auch den Sicherheitsinteressen Rechnung tragen. Es darf natürlich nicht passieren, dass man mit verschiedenen Identitäten oder unerkannt bei uns umherreisen kann oder sich den Verfahren entziehen kann nach Straftaten. Aber das gilt generell und ist jetzt nicht mit Blick auf nur ein Verfahren zu beurteilen, sondern in aller Gründlichkeit und Sorgfalt sicherzustellen. Das ist natürlich ein schrecklicher Vorfall. Es ist unglaublich und unfassbar an Gewalt. Und wir müssen jetzt natürlich gucken, hätte man an irgendeiner Stelle etwas verhindern können, aufklären müssen, besser sozusagen arbeiten müssen seitens der Behörden. Ansonsten kann ich nur sagen, mein Beileid geht an die Angehörigen und wir müssen solche Fälle natürlich benennen und auch uns klar damit auseinandersetzen. Also diese Bundesregierung hat wirklich Dinge angerichtet, die wir jetzt sehen, Fall Susanna, was gerade durch die ganzen Zeitungen geht, in einem Ausmaß, das irgendwie in der Nachkriegszeit einmalig ist. Dass jetzt auch noch versucht wird, den Untersuchungsausschuss nicht zustande kommen zu lassen, auch die ganzen Probleme in den BAMF-Ämtern, die waren ja den Eingeweihten vorher klar. Dass das erst jetzt durch irgendwie einen Zufall, dass einer mal spricht und dass das mal rauskommt, da wird eine Verhinderungs-, eine Blockadestrategie gemacht, um aufzudecken, was alle doch schon erspüren, dass eine totale Katastrophe passiert ist, dass über 1 Million Menschen, großenteils ohne Papiere, aus Ländern kommen, wo sie
Papiere auch per Bestechung leicht sich erwerben können. Die gehören zu den Ländern mit der größten Korruption in der Welt. Dass jedes Amt der Welt damit überfordert ist, über 1 Million Leute über Nacht irgendwie zu kontrollieren. Wie soll das gehen? Das kann keine Behörde der Welt, noch nicht mal eine deutsche. Und die gehörte immer zu den Bestorganisierten.